Hallo mein lieber Schütze und herzlich willkommen zu deiner Septemberlegung. Ja, meine Lieben, vielen lieben Dank für eure Geduld. Auch diesen Monat bin ich mit den Sternzeichen ein bisschen hinten dran, aber wir wissen ja, alles kommt immer genau zur richtigen Zeit. Wir schauen jetzt mal in die Karten, was der September für euch, liebe Schützen, zu bieten hat. Aber bitte bedenke, das hier ist eine allgemeine Legung. Sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht tun. Nur wenn du das Gefühl hast, ich erzähle hier wirklich deine Geschichte, ich greife deine Energie auf, ne? Ich bestätige dich in deiner eigenen Wahrnehmung, in deinen eigenen Gefühlen, in deinen eigenen Gedanken. Nur dann, interessant, die 6 Kelche, interessant. Nur dann ist diese Legung auch für dich bestimmt. Und den Rest darfst du gerne an dir vorbeiziehen lassen. Okay. Du hast einen Grund zu feiern. Freude in den Feierlichkeiten. Okay, du hast 6 Kelche, also du hast ja 6 Kelche, 3 Kelche, 9 Kelche. Der Tod und die 4 Stäbe, der Hierophant, die 7 Stäbe. Interessant. Interessant. Mein lieber Schütze. Also ich sehe sehr viel Freude in dein Leben zurückkehren. Die 4 Stäbe heißen hier Joy and Stability. Vielleicht nach einer schwierigen Zeit. Ich weiß nicht, ob die Vergangenheit schwierig war, aber Simply Love steht auf diesen 6 Kelchen. Vielleicht, ne, hast du auch eine Versöhnung mit der Vergangenheit, eine Wiederbegegnung, freundschaftlich. Irgendjemand, ne? Wir müssen nicht von Liebe sprechen. Wobei Jupiter in den Zwillingen, ne? Schon sehr viel Entwicklung in euren Beziehungen seit ein paar Wochen und noch für sehr lange Zeit bringt. 9 Kelche, der Tod. Irgendwas verändert sich. Eine meiner Schützenfreundinnen, der ihr Grund zu feiern ist tatsächlich das neue Haus. Dass sie finden, ne? Zu Hause, 4 Stäbe, ein Ort der Freude und Stabilität, witzigerweise, ne? So, vielleicht Vorbereitungen auf den November, auf die Skorpionzeit, weil da geht dann Pluto, der Planet der Transformation, ne? Auch hier diese Energie zurück in den Wassermann und kann dann, keine Ahnung, vielleicht beginnt hier ein Prozess für dich. Vielleicht beginnt hier ein Prozess, der jetzt endlich die Veränderung bringt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, 3 Kelche, dass das, was im September jetzt ist, dass dich das vielleicht wirklich die nächsten 3 Monate beschäftigen wird. Aber es hat ganz viel mit 9 Kelche, 4 Stäbe, ne? Mit nach Hause kommen, mit aufgeräumten Gefühlen zu tun, mit Wünschen, mit Freude. Okay, ich kläre jetzt mal die 6 Kelche ab, meine lieben Schützen, weil der Tod sagt mir so, es kann auch die Befreiung aus der Vergangenheit sein, aber hier steht Simply Love drauf, deswegen vielleicht feierst du zusammen mit Menschen, die dir sehr nahestehen, die vertraut sind. Ja, vielleicht gibt es auch einen gemeinsamen Grund zu feiern. Das kann sein, ein gemeinsamer Grund zu feiern. Warum liegen die 6 Kelche hier für meine Schützen? Okay, das ist auf jeden Fall super. 4 Entschuldigung, 4 Schwerter und die Sonne. Also ich sehe auf jeden Fall einen gemeinsamen Grund zu feiern. Also einen Grund der Freude. Weil entweder das Thema aus der Vergangenheit heilt. Eine Karte zu 4 Schwertern, was heilt hier? Weil Ruhe einkehrt, ne? Simply love, simply, einfach, ne? So. Die Dinge dürfen einfacher werden, es darf alles ins Fließen, ins Laufen kommen, das magst du eh am allerliebsten, mein lieber Schütze. Löwe-Energie habe ich hier, keine Ahnung, den Wagen habe ich was erzählt von alte Wünsche erwachen zum Leben. Kann auch was mit Selbstvertrauen zu tun haben. 4 Kelche mit
Die ganze Zeit war ich in so einer Energie, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber irgendwas verändert sich hier. Ne? Hier wird ein Asterkelch, ein Asterstäbe reingereicht. Das ist für mich immer die Mischung da draus. Okay, jetzt will ich mal kurz den Tod abklären, weil also du hast, es gibt Grund zu feiern. Du kommst deinen Wünschen, deiner Erfüllung näher. Da tut sich irgendein Potenzial auf. Da kommt irgendeine wirklich krasse Idee rein. Wie verändert der September dein Leben? Zwei Münzen. Vier Münzen. Sehr münzig. Da ist wieder diese Soll-ich-Soll-ich-nicht-Energie. Drei Stäbe, okay. Ja, sieben Kelche. Okay, du kommst aus irgendeiner Energie, soll ich nicht. Auch die zwei Münzen, ne? Auch, also vier Kelche, zwei Münzen, soll ich nicht. Irgendwas hat dich bisher immer zurückgehalten, eine Entscheidung zu treffen, in die Veränderung zu gehen. Kann was Irdisches sein, kann was mit Geld zu tun haben. Kann was einfach mit Sicherheit zu tun haben. Auch hier, ne? So, hier ist irgendwie diese, die Optionen, die du hast. Ne? Vielleicht hast du auch die Optionen abgewägt. Aber die drei Stäbe, ne? So. Du bist ready. Du bist bereit, die Welle zu surfen, die sich zeigt. Und ich sehe hier eine Welle. Jetzt will ich mal wissen, was denn hier reinkommt. Weil es kommt auf jeden Fall irgendein Weg, der beleuchtet wird, sehe ich mit der Sonne. So. Was dich aber auch wirklich, ne, rausholt aus der Vergangenheit, deinen Blick vielleicht in eine ganz neue Richtung lenkt. Die Sonne. Oh, der Herrscher. I like it. Wieder Energie. Und das Ass der Münzen. Okay, das ist was Tolles, was reinkommt. Das Ass der Münzen, ja, und hier bist du. Königin der Stäbe, absolut in deiner Energie. Ich weiß nicht, was du suchst. Ich weiß nicht, was, ne, so, auch die sieben Kelche, die wir gerade gesehen haben. Du hast irgendwie geschaut, welche Optionen habe ich denn. Hast vielleicht auch mehrere Optionen bespielt, ne, mehrere Bälle in die Luft geworfen, mehrere Dinge ausprobiert. Aber so richtig, ne, so richtig hast du nie das Gefühl gehabt, jetzt geht die Tür auf und da ist der Weg. So, das, was von außen reinkommt, der Herrscher kann ein Chef sein, ein Partner, ein Freund, jemand aus deiner Vergangenheit, den du wieder triffst und der irgendeine erleuchtende, ne, ein erleuchtendes Ass der Münzen Geschenk für dich dabei hat. Du suchst ein Haus, du suchst einen Job, du suchst eine Partnerschaft, das, was von außen reinkommt, Ass der Münzen, der Herrscher, bringt dich endlich auf die Handlungsebene. Ne? Young-Energie, Herrscher-Energie, Widder-Energie. Ne? Jetzt lässt es sich endlich gestalten. Jetzt habe ich Werkzeuge an der Hand. Jetzt sind da die Grundvoraussetzungen geschaffen. Die sind möglicherweise komplett neu, weil auch hier nehme ich Ass der Kelche, Ass der Stäbe war. Aber auf einmal habe ich das Gefühl, weißt du, was zu tun ist? Kannst irgendwie deine nächsten Schritte sehen? Auch hier habe ich wieder diese 3-Monats-Energie. Also du bekommst irgendein Angebot. Ein Angebot, jetzt hier an die Arbeit, in die Handlung zu gehen und die Vision, die sich auftut. Und irgendwie ist da ein Prozess. Ich hätte gerne, aber ja, die lassen wir auf jeden Fall liegen, ich hätte gerne noch eine Karte zu den drei Stäben. Weil ich habe schon das Gefühl, dass das Ass der Münzen im September reinkommt, aber genau, irgendwas hängt mit dran. Ne? So, da ist Pluto in Steinbock. Irgendetwas will jetzt dafür getan werden, da will Einsatz, Disziplin, Durchhaltevermögen, Umsetzung. Ne? So. Die Umsetzung, habe ich das Gefühl, wird irgendwie einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. So, du bekommst ein Jobangebot von einem Mentor aus der Vergangenheit, aber du hast 3 Monate Kündigungsfrist. Du findest endlich das Haus, aber du hast auch eine Kündigungsfrist. Du findest endlich den Partner, aber ne, erstmal muss man sich kennenlernen. 3 Kelche ist absolut die Energie von Kennenlernen. Also es geht irgendwie darum, der Grundstein wird jetzt im September gelegt, aber ich habe das Gefühl, die Aussicht auf diese Joy and Stability, da wo du dann vielleicht auch wirklich dann in das Haus ziehen kannst oder den Job anfangen kannst, der
Ne, so, da liegt dazwischen irgendwo dieser Prozess. Aber du kannst jetzt, I love it, ja, oh, lieber Schütze, I love it. Du kannst jetzt loslassen, das sehe ich, ja. I love it, I love it, I love it. Ich lege das hierher. Du kannst jetzt endlich loslassen, weil du jetzt die Werkzeuge an die Hand bekommst, wirklich in die Gestaltung, in die Manifestation zu gehen, dieser Vision, die du von deiner Zukunft hast. Ne? So. Hier ist eine ganz krasse Entwicklung. Ne? So. Der langfristige Ausblick, dass das, was du dir gewünscht oder das, worauf du gehofft hast, jetzt auch wahr werden darf. Ne? Also ja, 9 Kelche der Stern. Es geht absolut Richtung Wunscherfüllung, aber eben, ja, vielleicht gibt es noch was zu tun. Oder es ist diese Vorahnung. Es ist wirklich, du bekommst jetzt im September das Ass der Münzen, wo du siehst, aha, da geht jetzt meine Reise hin. Und da freue ich mich drauf und da hoffe ich drauf. Weil wenn ich hier rauskomme, dann weiß ich, stehe ich in den 4 Stäben. Ne? Hier ist die, da geht das Portal auf, die Tür auf, die Vision auf und hier wird sie real, umsetzbar, echt. Ne? So. Du kannst jetzt loslassen, weil, ja, weil du jetzt weißt, in welche Richtung es für dich laufen wird. Weil hier war ja dieses, ich konnte mich nicht entscheiden, ich konnte nicht loslassen, ich konnte mich für den neuen Weg nicht öffnen. Das verschwindet. Alles, wo du sagst, ich konnte nicht, ne, auf den Rider-Waite 4 Kelchen hat er ja die verschränkten Arme und ist auch nicht so, ne, so open für das, was da kommt. Aber, meine Lieben, auch hier Zeit und Geduld, 7 Münzen. Was auch immer das Ass der Münzen ist, daraus wird Wachstum entstehen. Daraus wird Wachstum entstehen. Das wird dich vielleicht jetzt auch, ne, die nächsten Wochen, 7 Wochen, keine Ahnung, 7 Monate, wird dich jetzt auch wirklich länger begleiten, länger beschäftigen, weil da irgendein Wunsch dran hängt. Ne? So, du willst diesen Wunsch jetzt wahr werden lassen. Und offensichtlich ist der September dafür wirklich auch ein sehr guter Monat, mein lieber Schütze. Okay. So lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findest du den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Also ich sehe so ein bisschen Ablehnungsthemen. Kann ich das? Traue ich mich das? Weiß ich nicht. Das will ich abklären. Es gibt ja definitiv ein Thema mit dir selber, weil hier liegt auch gerade hier mit diesen beiden Karten auf die Handlungsebene kommen, deine Leidenschaften, Leben einhauchen, ne? Dass sich deine Wünsche realisieren, eben auch nachhelfen, auch das Universum, 3 Kelche hilft offensichtlich von außen nach, indem es dich mit den richtigen Menschen verbindet. Aber ich sehe schon ein Thema. Ne? Die 4 Kelche, die 10 Stäbe, auch die 4 Münzen. Ich sehe schon etwas, was, damit dieser Traum jetzt wahr werden kann, losgelassen werden möchte. Da klären wir das nochmal genauer auf. Auf jeden Fall der Herrscher mit dem Ass der Münzen, was wirklich, ne, deine Zukunft beeinflussen kann und dass sich das erfüllt, was du dir wünschst. Was kommt da rein? Und dann, meine Lieben, lassen wir uns da ganz intuitiv durchtreiben, wie auch durch diese Legung. Wenn du dich hier angesprochen fühlst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du das auch in der Zusatzlegung tun wirst. Deswegen entscheide hier auch einfach ganz nach deinem Bauchgefühl. Zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Ich würde mich sehr freuen, euch hier auf YouTube begrüßen zu dürfen. Alles, was du dazu wissen musst, findest du unten in der Infobox erklärt. Ich habe da auch ein kleines Video gemacht. Da sollten alle Informationen drinstecken, die du brauchst. So, jetzt aber für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Du legst einen Grundstein. Möglicherweise auch durch aktive Handlung, durch, ne, Löwe-Energie ist Präsenz. Nicht in der Energie von Selbstzweifeln oder was ist, wenn es nicht funktioniert, stecken, sondern wirklich, um gesehen zu werden, müssen wir präsent sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, du darfst hier mutig aussprechen, was dich beschäftigt. Ich glaube, dass das Universum dich mit Menschen verbindet, die du schon kennst.
ne, so Vitamin B-Sachen nehme ich auf jeden Fall wahr, gerade mit den sechs Kelchen, also Leute, die dich wirklich unterstützen wollen, ne, wo das Universum sagt, hey Schütze, die Person kommt gerade nicht ohne Grund in dein Leben, die hat irgendetwas für dich dabei, ne, was ein wichtiges Baustein, ein wichtiger Baustein, ein wichtiges Puzzleteil ist, damit hier, ne, damit du das selber ankurbelst, so ein bisschen die Entwicklung, die du dir wünschst. Ich sehe, dass ich sehe hier auf jeden Fall ein paar Wochen, auch gerade mit den 7 Münzen. Das passiert nicht alles im September. Das fühle ich einfach mit dieser starken Skorpion-Energie. Ich sehe schon, dass vielleicht gerade, das sind beide Manifestationskarten, dass auf dem Weg dahin, der jetzt angekurbelt wird, so zwischendrin einfach noch Dinge reinkommen. Die können auch sehr in der materiellen Welt stattfinden oder mit dir selber zu tun haben, wo du siehst, wo du erkennen musst, hey Scheiße, ich will da hin und das bin ich gerade am Gestalten, aber jetzt grätscht mir da irgendwas rein oder irgendwas passt gar nicht auf diesen Weg. Und dann gilt es wirklich, ne? So das loszulassen und dich jetzt hier deinem Ziel, deinem Traum, deinem Wunsch zu hinzugeben und ja, dich zu widmen. Weil der kann ja wahr werden, ne? 9 Kelche. Die Wunscherfüllung kann wahr werden, aber genau mit der Steinbock-Energie, was muss gehen, was darf weg, was, ne, was ist ein Hindernis auf diesem Weg? Können auch Verantwortungen sein mit der Münzenergie, ne, dass du Verantwortlichkeiten abstreifst, dass du Dinge weglässt, die du gar nicht mehr so richtig fühlst. Ich sehe das jetzt bei mir in meinem eigenen Beispiel, dass ich jetzt nach 35 Jahren Wendy-Dasein plötzlich erlebe, dass mich das gar nicht mehr so richtig erfüllt, nicht mehr so richtig glücklich macht. Pferde ja und der Umgang mit Pferden und Tiere voll, aber Reiten, vor allem Reiten in irgendwelchen Reithallen und auf irgendwelchen Reitplätzen, es erfüllt mich gar nicht mehr. Und vielleicht ist das so was, was du erkennen darfst. Ne? So, wir müssen vielleicht Raum schaffen. Ne, Raum ist hier auch irgendwie wichtig mit der Münzenergie. Wir müssen Raum schaffen für die neuen Ideen und die neuen Entwicklungen, die jetzt hier Schritt für Schritt eben in die Realisierungsphase gehen wollen. Nur weil du schon immer gern geritten bist und weil du 35 Jahre geritten bist, solltest du dir die Frage stellen, macht mich das wirklich noch glücklich? Oder wünsche ich mir nicht eigentlich was total anderes und darf ein paar Sachen in der Steinbock-Energie einfach rausschmeißen? Rausschmeißen, damit ich mehr Zeit habe für die Dinge, die ich wirklich in die Entwicklung bringen will. Also ja, 7 Münzen, hier liegt ein wichtiger Prozess, hier liegen schicksalshafte Begegnungen, hier liegen neue Puzzleteile, aber auch alte Puzzleteile, die eher hinderlich sind. Okidoki. Meine lieben Schützen, das ist, was ich für dich habe. Ich hoffe, die Botschaft war hilfreich für dich. Danke für deine Zeit. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis ganz bald. Tschüss!